Guten Tag, verehrte Zuschauer. Herzlich willkommen bei einer kleinen Zock-Session. Und zwar zu einem Spiel, auf das ich mich jetzt schon seit geraumer Zeit freue, was ich so ein bisschen vergessen hatte. Könnt ihr euch vielleicht noch an Arise, A Simple Story erinnern? Das kam 2019 raus von den Piccolo Studios. Das ist ein kleiner spanischer Entwickler. Und die haben dieses Arise gemacht und es war so unglaublich charmant mit so einem bärtigen Mann und das war wunderschön. Das war das Erstlingsprojekt dieses Entwicklers und jetzt haben die ihr nächstes Spiel rausgebracht namens After Us. Und ich finde gerade so ein Erstlingsprojekt ist natürlich wichtig, aber noch wichtiger ist eigentlich, was machen die Entwickler als zweites? Können sie den Erfolg wiederholen, den sie einmal geschafft haben? Oder geht's da eventuell bergab? Waren Sie eine Eintagsfliege oder nicht? Und das werden wir heute versuchen, so ein bisschen zu ergründen bei After Us. Ich fange einfach mal ein neues Spiel an und legen los. Ich spiele im Quality-Modus auf der Xbox. Leerer Speicherplatz. Ab die Katz. Ja, sehr stimmungsvoll. Aber da sieht man auch gleich am Anfang kleinere Grafikfehlerchens, wenn die Schatten nachladen. Wow. Abgefahren. Oh, König der Löwen. Auch am Start. Das sieht auf jeden Fall ziemlich paradiesisch aus. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird aber nicht lange so bleiben. Da wird jetzt gleich was passieren. Und dann wird das Ganze auf einmal ein bisschen düsterer. Und da geht's auch schon los. Die Tiere, sie verschwinden. Großes Unheil macht sich breit. Alle mehr, die um den Baum gleiten. Mein Kind, die Arche stirbt. Die Verschlinger haben die Welt zerstört. Die Verschlinger, ja. Ich könnte spüren, dass alle Tiere sterben. Ich schützte sie mit meiner Lebenskraft. Doch als die Letzten starben, blieb meine Kraft in ihnen gefangen. Du musst diese Gefäße finden und die Lebenskraft in ihnen befreien. Dann bringe ich das Leben in die Welt zurück. Alright. Okay, wir laufen los und ziehen einen schönen grünen Wiesenpfad hinter uns her. Können ganz schön hoch springen und gleiten dann wahnsinnig sanft runter. Hoch. Das ist manchmal nicht ganz so leicht abzuschätzen. So, also, wir haben die ersten Hürden hinter uns gebracht. Kommen hier ganz gut voran, so wie das aussieht. Wir müssen einfach hier so weiter, ne? Ah, da sieht man auch besser. Ja, hätte ich vielleicht gleiten sollen. Das habe ich in dem Moment übersehen. Vielleicht sollte ich eher hier unten lang. Ne, ich möchte es nochmal hier probieren. So. So, jetzt gleiten wir rüber und dann geht das auch. Wunderschön. Bis jetzt ein relativ standardmäßiger Plattformer in dem Sinne. Ne? Da ist jetzt nichts irgendwie krass außergewöhnlich.
außer natürlich die Bildsprache, dass der Mensch und die Industrie für den Tod der Umwelt verantwortlich ist. Ja, die Message kann man mögen oder nicht, aber sie ist nun mal da und durchaus ja nicht unrealistisch. Der dunkle Turm. Da ist er. Ja, wird Zeit, dass da mal Gegner dazukommen und wir vielleicht auch noch so ein bisschen Kampfmechaniken lernen, falls da welche im Spiel drin sind. Auch wenn die elfenhafte Dame mit dem schlohweißen Haar jetzt nicht gerade kriegerisch wirkt. So spüre ich die Welt. Und nun spürst auch du sie. Meine Lebenskraft ist in diesen Gefäßen gefangen. Finde und befreie sie. Ja, das wissen wir ja schon, ne? Dann machen wir uns auf den Weg zum Hundihund. In Richtung des dunklen Turms. Was wird jetzt eingeführt? Neue Spielmechanik? Das schafft sie nicht. Ein kleiner Dash nach vorne. Ja, das können wir natürlich hüpfen, Doppelsprung und dashen. Zack. Relativer Standard bis jetzt einfach alles, ne? Also bis jetzt ist das wirklich sehr gewöhnlich in dem Sinne. Bis jetzt ist das Szenario das, was da noch am meisten ins Auge sticht. Aber ich muss auch gleich sagen, da hatte mich zum Beispiel ein Rise Simple Story mit seinem charmanten, bärtigen Zwergenmann gleich mehr in den Bann gezogen. Probieren es einfach mal. Ah, ich soll oben auf dem Ding gehen wahrscheinlich hin, ne? Ja, cool. Ja. Zum Glück ist dieser Kreis unter der Figur. Ja, das, was bei Mario 64 damals der Schatten war, wo man genau sehen konnte, wo man dann landet, ist hier dieser Kreis. Das ist auch enorm wichtig, damit man einfach besser weiß, wo man da im 3D-Raum sich gerade in der Luft befindet. Jetzt ändert sich die Ambiente hier so ein bisschen. Oder das Ambiente. Das sieht mir nach einer neuen Struktur aus. Ist das Wasser? Ist das Öl? Können wir da rüber? Es sieht nicht so aus, als würden wir das mögen. Heißt, wir müssen entweder einen anderen Weg finden oder wir lernen jetzt eine Fähigkeit, wie wir das... Oh. Wunderbar. Grün ist schön fürs Auge. Tut gut. Aber hält nur kurzzeitig. Eine Explosion des Lebens. Währenddessen ist Sprint und Wandlauf nicht möglich. Jetzt hier die Explosion des Lebens machen, zack und potsch. Und dann wird dieses komische Teerzeug zurückgedrängt und bleibt dann auch weg. Okay. Das heißt, da gibt es dann natürlich, könnte es verschiedene Möglichkeiten geben, vielleicht um Wege zu gehen. Ja, das sieht nett aus. Das sieht echt fein aus. Komme ich hier hoch? Muss ich da hoch überhaupt? Nö, ne? Muss einfach nur hier lang gehen. Alright, da sind jetzt wieder so Geisties.
Schau dir mal an hier, die Tentakel. Ah! Komisch. Wer hatte das ahnen können, ne? Also, da muss man aufpassen, dass man nicht zu sehr an den Rand hinkommt. Da sind jetzt wieder Geister. Die sammle ich nicht ein. Hä? Was ist das hier? Ja, ich feuer das ab. Ah, okay, dann kann ich das auch. Ah, okay, ich kann das auch hier. Ich kann auch geil singen. Oh, ich kann streicheln. Schön die Mitzekatzen streicheln. Okay, warum muss ich jetzt singen hier? Was bringt mir das? Da. Zur Tanke. Ich wusste schon immer, zur Tanke, ne? Vielleicht noch einen kleinen Hosentaschen-Snack holen. So, Vorstadt. Schön. Da sieht's jetzt aus. Hier, komm mal, die Menschheit. Das sah jetzt gleich so ein bisschen creepy und gruselig, oder? Schauen wir uns das mal an. Guck mal hier. Wenn ich hier singe, bringt das was? Nee, dann stehen sie einfach nur im grünen Blumenmeer. Oh, der. Oh, haben wir schon oft beim Burger essen, ne? Schon eher so ein deprimierendes Spiel. Ah! Einmal nicht aufgepasst, zu nah an den Rand und schon, ne, wurde man reingezogen. Was sind das für? Das sind einfach nur Tüten. Oh shit, die greifen mich an. Kann ich irgendwas gegen die Tüten machen? Geil, die Tüten aus American Beauty. Wahrscheinlich müssen wir hier sogar weiter. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus, ne? Boah, nein, mir gefällt diese Mechanik nicht mit diesem Herz, weil man sich nie sicher ist, kommt es jetzt zurück oder nicht. Ich sehe jetzt auch nicht, habe ich irgendwie in der Lebensenergie? Boah, das ist nervig. Okay, wenn ich diesen Lebensding um mich herum mache, dann mache ich auch die Tüten kaputt. Das ist vielleicht ganz praktisch. Zack, weggeblastet. Ihr Kacktüten. Ah, jetzt hier. Ich habe hier so einen goldenen Spross gesehen. Jetzt habe ich da hier mein Lebensding gemacht. Und dann wird das für immer grün hier. Okay, okay, das hätte ich vielleicht dann vorhin auch machen sollen. Wusste ich nicht. Ist natürlich die Frage, ist das wichtig zum Weiterkommen oder nicht? Müssen wir mal schauen. Wie lange zocke ich schon, Flönzi? 30 Minuten. Ich finde es super boring, ey. Tierchen wieder, aber streicheln will ich nicht. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mir gerade so ein bisschen schwer mit dem Spiel. Ich find's einfach nicht sonderlich spannend. Und es liegt nicht mal am Thema. Weil von mir aus kann das Thema, man kann ruhig, finde ich, auch Umweltverschmutzung und all sowas in Videospiele mit einbringen. Habe ich absolut nichts dagegen. Aber es ist spielerisch, finde ich's sehr seicht. Okay, was das? So. Mal schauen, was jetzt passiert. Ob es mal noch ein bisschen spannender und aufregender wird. Oh. Das sieht nicht gut aus. Der Hund. Das sieht aus, als müssten wir gleich kämpfen oder den versuchen zu retten. Im Dark Souls-Universum definitiv kämpfen. Hund.
Und die Tränen, helfen sie? Machen sie irgendwas? Sind das magische Tränen? Nein. Kann ich denen vielleicht mit meinem Herzen oder so? Dann will ich so mal ein grünes Feld bekommen. Ne? Okay. Da freut er sich. Oh, wir müssen ein Stöckchen werfen, ne? Kleines Nickerchen. Mit dem Hund spielen kann anstrengend sein. Da muss man auch mal ein kleines Päuschen machen. Manchmal verdient man sich auch so. Muss man sich gönnen, ne? Du hast die Lebenskraft des ersten Gefäßes befreit. Wunderbar. Du bist verletzt. Das tut mir leid. Lebenskraft zu befreien hat seinen Preis. Doch die Arche wird stärker. Ja, cool. Wenn meine Macht wiederhergestellt ist, erwecke ich das Leben wieder. Dann auch dein. Das ist After Us. Wie gesagt, ist das zweite Projekt der Piccolo Studios, die dieses wunderbare Arise, A Simple Story, vor 4 Jahren gemacht haben, das ich wirklich grandios fand. War, glaube ich, sogar unter meinen Top 3 des Spieles des Jahres. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sie können an diesen Erfolg nicht anknüpfen. Mich lässt das Spiel bei all der ernsten Thematik und den durchaus schönen und durchdachten Bildern relativ kalt, weil ich es auch spielerisch recht seicht finde. Ich finde auch die Steuerung ein bisschen schwammig. Es catcht mich einfach nicht. Also manchmal weiß man gar nicht genau, warum. Hier liegt es einfach dran, es wirkt wirklich zu simpel. Ich finde es grafisch, ich verstehe, was sie machen wollen, aber es haut mich nicht vom Hocker. Spielerisch, ja, After Us, eher so, meh, bis jetzt, muss ich sagen.